Hat man jetzt eventuell auch Angst, dass dieses Konzept für andere Randsportarten kopiert wird? Ich glaube, du kannst es nicht kopieren. Also man sieht es ja auch jetzt, muss ich dazu auch sagen, Basketball zum Beispiel. ProSiebenMax überträgt jetzt auch mittwochs immer die Euroleague im Basketball und auch die BBL in Zusammenfassungen. Da hat man sich natürlich auch ein bisschen erhofft, dass da was Ähnliches passiert wie beim Football, aber der Erfolg ist da einfach gar nicht oder sehr gering nur. Es sind, glaube ich, weiß nicht, wie viele Zuschauer die haben. Also nicht mehr als ProSiebenMax normalerweise hat, was jetzt für ProSiebenMax nicht tragisch ist, aber da hatte man sich vielleicht auch erhofft, ja, auch mit Buschi und so, dass man da noch ein bisschen mehr Zuschauer kriegt. Aber daran siehst du auch einfach, dass es eben doch dann auch Football ist, was die Leute zieht. Football ist so eine spezielle Sportart, die bei den Leuten einfach so gut ankommt, mit diesen NFL-Stars, mit Leuten wie Cam Newton und wie sie alle heißen, die ihre Show machen. Das ist schon eine besondere Sportart, das kannst du nicht kopieren. Wenn sie die NBA zeigen würden, glaube ich, wäre es auch nicht so erfolgreich wie die NFL, weil die NFL ist was Neues, ein ganz neues Produkt, was die vorher noch nicht so kannten, bis auf letztes Jahr. Und wo jetzt die Zuschauer immer mehr dazukommen, immer mehr sagen, hey, das musst du dir angucken, aber das kann man nicht kopieren. Deswegen müssen wir da auch, glaube ich, keine Angst haben. Angst habe ich eher davor, dass die ARD auf die Idee kommt, das genauso zu machen und der NFL mehr Geld bietet. Aber da hoffe ich sehr, dass die NFL bei denen bleibt, die es groß gemacht haben. Warst du auch schon ja drüben beim Super Bowl? Was ist das für eine Atmosphäre, beim größten Sportspektakel dabei zu sein? Also beim Super Bowl dabei zu sein, ist das mit Abstand Größte, was man erleben kann, selbst wenn man kein Football-Fan ist. Ich bin ja nun für mich als Ex-Football-Spieler, als Ex-Quarterback, ist es sowieso das Allergrößte. Ich habe da auch schon als Zuschauer gesessen, frag mich nicht, wie ich an die Karten gekommen bin. Das war eine Heidenarbeit. Aber jetzt da zu sitzen und das selber rüberzubringen für Deutschland, ist der Wahnsinn. Und was die Amerikaner einfach können, ist so ein Einzel-Event so perfekt hinkriegen. Also so mit allem drumherum, was sie da bieten. Da gibt es die NFL Experience, die eine Woche vorher aufgebaut wird in irgendeinem Stadtteil. Der wird mal komplett nur Football gewidmet. Da laufen alle Stars rum. Also jeder große Footballspieler ist irgendwann einen Tag lang da, macht da irgendwas mit den Fans. Du kannst selber Bälle werfen, schießen. Du kannst riesen Spaß haben. Du kannst Klamotten kaufen, was ich jedes Jahr in Hülle und Fülle tue. Und dann das Spiel selber, dieses Spektakel im Stadion, das ist so einzigartig, weil es eben das einzige wirklich riesengroße Endspiel ist, was die haben. Alle anderen Serien sind ja Playoff-Serien, die die Amis haben mit NBA und NHL und Major League Baseball. Football ist eben dieses eine große Endspiel. Dazu dann noch diese spezielle Sportart. Und du musst dir überlegen, es kommen in jede Stadt, in der der Super Bowl stattfindet, kommen vor dem Spiel ungefähr 150.000 Menschen in diese Stadt, in der Woche davor, die dann auch alle irgendwie die Bars besetzen. Du musst halt unheimlich Schwierigkeiten, was zu essen zu kriegen oder einen Platz zu reservieren, wovon nur 50.000 oder 60 ins Stadion können. Also der Rest ist einfach nur da, um eine Woche lang Spaß zu haben. Und das ist eben das Besondere an dieser Sportart.